Hi Cuties und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Misha und heute reviewen wir eine nagelneue Palette von einer LE von Catrice. Diese LE heißt Glitterholic und ich glaube, die soll allgemein für Feiertage sein. Das heißt halt, was jetzt ansteht, Weihnachten, Silvester. Aber ich finde, die LE ist eher Richtung Silvester ausgelegt, finde ich persönlich. Also Weihnachten ein bisschen weniger, meiner Meinung nach. Ist aber nicht schlimm, da sind wir gerade sehr gut von Essence bedient, finde ich. In LE gibt es zwei Lidschattenpalette, eine Highlighterpalette und drei Lippenstifte mit Glitzer drin. Ich habe nur eine Palette mitgenommen. Vom Packaging her finde ich das mega schön, ich finde es sehr edel. Ich finde es eine Mischung aus Girly und Woman. So, keine Ahnung, irgendwie voll geil, das spricht mich extrem an. Und wenn wir rübergehen, kommt kein Glitzer ab. Das finde ich sehr gut. Das ist für mich qualitativ sehr schön, weil ich habe keinen Bock, dass irgendwie Glitzer an meinen Händen kleben bleibt oder an meiner Tasche oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich das sehr gut. Wenn wir die Palette öffnen, haben wir hier oben erstmal einen Spiegel. Finde ich relativ gut. Also auch die Größe an sich finde ich sehr gut. Dann haben wir insgesamt 9 Lidschatten. 4 sind schimmernd und es gibt hier noch 4 matte. Und in der Mitte ist noch so ein stark glitzernder Lidschatten, also kaum, glaube ich, noch Lidschatten nennenswürdig, sondern so ein bisschen mehr grob glitzernder. Ihr wisst, was ich, glaube ich, meine. Auf den ersten Blick finde ich die sehr schön, aber die erinnert mich auch persönlich stark an so Huda Beauty, diese Obsessions Paletten, diese 9er Palette von Huda. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Ich finde es sehr schön, dass man sowas auch mal in der Drogerie findet, so ein bisschen im High-End, so abgeschaute Sachen. You know what I mean? Und nicht wundern, ich bin erkältet und meine Augen tränen die ganze Zeit, deswegen nicht wundern. Auf jeden Fall würde ich sagen, swatchen wir erstmal die Farben in der Palette. So, hier habe ich ein paar Farben für euch geswatcht. Also hier hinten haben wir zwei matte Farben. Die gefallen mir so mittel, muss ich ehrlich sagen, beim Swatch. Also die werden sehr, sehr hell irgendwie. Also ich glaube, die können sehr schön als Übergangsfarbe sein. Aber wir gucken natürlich alles noch auf dem Auge. Dann haben wir hier drei Schimmerlidschatten, die haben sich wunderschön swatchen lassen und ich finde, die sehen sehr gut aus auf der Haut. Und dann haben wir hier noch diesen grob glitzernden in der Mitte und der ist sehr, sehr krass metallisch. Ich glaube, in der Kamera kann man nicht so gut sehen, dass der sehr, sehr feiner Glitzer ist, weil der hat auch so einzelne Löcher praktisch, also ist eher so ein bisschen mehr Richtung Topper gedacht. Bevor wir anfangen mit dem Look, wollte ich sagen, falls du neu auf meinem Kanal sein solltest, würde ich mich freuen, wenn du mich kostenlos abonnieren würdest. Ich bin dreimal die Woche für euch da und Support ist kein Mord. Und ich würde sagen, starten wir mal mit dem Augenlook. So, meine Lieben, ich habe jetzt noch Concealer aufgetragen und ich würde sagen, starten wir jetzt mit der Palette. Erstmal an sich, ich finde die Palette echt schön von den Tönen her. Also echt geil. Also so schön. Ist so ein bisschen Herbst-Touch, aber auch so neutral glamorous irgendwie. You know what I mean? Und zwar fangen wir mit einem Blendepinsel an und gehen in die Farbe hier rein. Ich glaube, ihr könnt jetzt schon sehen, ein bisschen Kickback, finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Und das tragen wir in die Lidfalte auf. Ich weiß, aktuell ist es ein bisschen Review-lastig, weil ich halt eben sehr viele Neuheiten bei DM entdeckt habe. Und deswegen ist es eben so Review-lästig. Aber ich habe schon ein paar Videos geplant. Ich habe noch eine Challenge gedreht. Da möchte ich noch ein Video drehen, wie man YouTuber wird, was man dafür machen muss, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich glaube, das ist einfach cool für euch mal zu sehen, was so hinter den Kulissen so vor sich geht. Und auch einfach so inspirierte Make-up-Looks, so für Weihnachten. Ihr könnt mir auch gerne Videoideen schreiben. Genau. Also ich finde, Ton ist wirklich sehr, sehr schön. Man kann ihn sehr gut ausblenden, ne? Aber ich finde, beim Ausblenden ist es immer noch sehr intensiver. Das könnt ihr, glaube ich, hier gut an meiner Augenbraue sehen. Finde ich sehr schön. Aber ich gehe jetzt noch ein bisschen in den Base-Ton hier rein. Das zeige ich hier oben noch so ein bisschen auf, dass es einfach ein bisschen schöner verblendet ist zu meiner Augenbraue hin. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass der Base-Ton so ein bisschen Schimmer hat. Das Gefühl, der Base-Ton hat so einen kleinen Schimmer mit drin. Also wirklich ganz, ganz minimal, weil ich weiß nicht, ob ich mich gerade täusche. Aber ich finde, es sieht wirklich so aus. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also so ganz leicht nur. Und das finde ich richtig schön. Also wirklich. Habe ich so ganz selten eigentlich gesehen. Danach gehe ich mit einem Lidschattenpinsel in dieses Orange hier rein und mit diesem braunen versuche das so ein bisschen zu vermischen.
und das trage ich auf meinem beweglichen Lid auf. So, danach gehe ich mit meinem Finger in diese Farbe hier rein. Die sieht richtig geil aus. Und die trage ich auf mein bewegliches Lid auf. Und holla die Waldfee, was geht denn hier ab? Der ist ja mal richtig geil. Soweit, so gut, meine Lieben. Ich werde noch ein bisschen Concealer unter meinen Augen auftragen, mein Gesicht ein bisschen fertig machen. Und dann kommen wir weiter mit dem Augen-Make-up. So, meine Lieben, ich habe ein bisschen Concealer unter meinen Augen aufgetragen, ein bisschen Puder. Mehr möchte ich eigentlich heute nicht unbedingt machen. Ich gehe jetzt mit meinem NYX Glitter Primer und gebe mir so ein bisschen in die Mitte, praktisch wie ein Halo Eye. Ich will doch ganz gut sehen, wie viel Kickback es gibt. Also so viel ist es auch nicht für die Pigmentierung, ist es in Ordnung, aber dass ihr das mal gesehen habt. Und dann gehen wir wieder in den Ton hier rein. Und den trage ich wirklich direkt auf den Primer drauf. So, gefällt mir aufs Erste auf jeden Fall sehr gut. Weiter machen wir mit dem Ton hier. Dann nehme ich so einen geraden Pinsel. Ihr könnt auch einfach einen dünnen Lidschattenpinsel nehmen. Und das packe ich unter meinen unteren Wimpernkranz. Da fange ich schon an, meine Augen zu drehen, weil die sind extrem empfindlich gerade. Also hat nichts mit der Palette zu tun, also dass ihr Bescheid wisst. Boah, die Farbe ist aber echt schön. Die ist so leicht Duochrome-mäßig, kann das sein? So, keine Ahnung, die Farbe ist echt schön. Also die ist so mit, die ist so praktisch ein dunkelbrauner, matter Ton mit so Schimmer in Kupferrichtung drin. Also echt schön ist die Farbe. So, und jetzt nehme ich so einen kleineren Pinsel und wir gehen in dieses Rot. Und das packen wir in den Innenwinkel. So, und ich benutze jetzt mit meinem Highlighter-Pinsel die Farbe, um mein Gesicht zu highlighten. Sehr helle Leute, wirklich sehr schön. Wenn ihr etwas dunkler seid, dann könnt ihr in den Ton gehen. Der ist ein bisschen wärmer. Aber ich finde beide sehr schön. Den könnt ihr auch sehr gut zum Highlighten benutzen, die Palette auch. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich mache jetzt Lashes drauf und meine Lippen und wir sehen uns gleich wieder mit dem Fazit der Palette. So, Cuties, der Look ist fertig und ich muss sagen, ohne die Lashes und ohne den Eyeliner dachte ich so, irgendwie steht mir das nicht, weil ich glaube, wenn es einfach unter meinem Auge zu dunkel ist, sieht das nicht so vorteilhaft aus, glaube ich. Aber jetzt so am Ende, finde ich, sieht es doch ganz gut aus. Ich finde auch die Lippenfarbe hardcore schön. Das ist so irgendwie so ein Rot-Orange. Ich finde es voll geil, so eine Backsteinfarbe, würde ich jetzt sagen. So, kommen wir jetzt erstmal zur Palette und zu dem Look, wie das Ganze funktioniert hat. So, die Palette sieht einmal schön durchgenommen aus. Also ich habe überall so ein bisschen Kickback, die Krümel so ein bisschen drin, aber ist jetzt nichts Schlimmes oder so, weil die haben auf dem Auge sehr gut performt. Die hatten so ein bisschen Kickback, fand ich jetzt nicht so schlimm, aber der rote Ton hatte, finde ich, schon extrem viel Kickback. Ich habe das einmal nochmal gerettet und bin wirklich sehr sanft nochmal mit dem Pinsel und habe immer noch hier Kickback und es geht nicht weg und das finde ich so ein bisschen schade. Ist halt jetzt so. Genau, ich finde das eine wunderschöne Palette zum Mitnehmen, zum Reißen. Ich finde, ihr könnt den sogar als, die zwei könnt ihr sogar als Highlighter benutzen. Ihr habt noch so ein, sag ich mal, so ein Pop drin, einfach dieses Glitzer. Ich habe es heute nicht benutzt, aber in meinem Essens-LE-Video, da habe ich einen so einen Glitzerton benutzt. Das verlinke ich euch gerne hier oben. Genau, vielleicht wundert ihr euch, wieso ich nicht mehr in der LE mitgenommen habe. Und ich habe letzte Woche diese wunderschöne LE reviewed. So, in jedem Fall, diese Palette ist ja so ein bisschen ins Neutrale, so ins Orange und die sind ja Berry. Und die zweite Palette ist auch Berry. Also das heißt, das macht für mich gar keinen Sinn, zwei gleiche Paletten zu kaufen von der gleichen, nein, nicht von der gleichen Marke, ist halt das gleiche Unternehmen. Beide sind von Cosnova und die sind sozusagen wirklich Geschwister. Die sind wirklich Marken, die sind so. Und die sind vom gleichen Unternehmen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass die beiden LEs sich sehr ähnlich sind, weil da macht es für mich keinen Sinn, entweder wenn ihr sagt, ihr wollt was Berryiges, dann holt euch entweder die Palette von Essence oder ihr holt euch die Berry-Variante von Catrice. Ihr habt zum Beispiel diesen Glitzerton in der Catrice-Palette einfach da drin, also wirklich komplett ähnlich, sehr identisch würde ich schon sagen, deswegen macht es für mich keinen Sinn, die andere Palette mitzunehmen, denn ich habe sie praktisch schon und zwar mit drei Farben mehr.
So, und wie gesagt, habe ich ja gerade angesprochen, dass ich so ein bisschen schade finde, dass die LEs von den Paletten her sich sehr ähnlich sind. Die nächste LE von Essence ist so Richtung Winter. Und da ist die Palette auch wieder in dem gleichen Farbschema wie Catrice und die Essence LE. Das finde ich so ein bisschen schade, dass es alles das gleiche ist. Weil, wie gesagt, es ist alles das gleiche, nur anders verpackt. Aber ich finde trotzdem die Paletten sehr gut. Deswegen, ihr habt eigentlich die Qual der Wahl, was für ein Packaging es eigentlich sein sollte. Weiter dazu habe ich keinen Lippenstift mitgenommen, denn die Lippenstifte, die drei waren alle in Richtung Berry. Und da ich die Palette nicht mitgenommen habe, sondern die hier, ich bereue es natürlich nicht, ich finde die Palette sehr schön. Aber ich habe dann keinen mitgenommen, weil keiner wirklich gepasst hat. Die waren alle vom Unterton ins Beige. Und ja, deswegen ist keiner mitgekommen. Und dann gab es noch eine Highlighter-Palette und ich muss euch ehrlich sagen, die Highlighter-Palette fand ich so ein bisschen langweilig, also vom Packaging auch richtig geil, keine Frage, aber ich habe den geswatcht, ich habe ihn auf meinem Wangenknochen kurz aufgetragen, ich habe mir das angeschaut, dann war ich zu Hause, habe mir das angeschaut und das war mir einfach zu schwach, also ich glaube, das ist sogar, der ist so ein bisschen stärker vielleicht noch oder ungefähr in dem Bereich, deswegen hat es für mich keinen Sinn gemacht, die Highlighter-Palette mitzunehmen, aber ist auf jeden Fall schön anzuschauen, da habt ihr drei Highlighter mit drin. Und die Palette hat 10 Euro gekostet und da hat es für mich irgendwie keinen Sinn gemacht, die 10 Euro dafür auszugeben. Wisst ihr, was ich meine? Und ja. So, meine Lieben, wir sind am Ende von diesem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie du die Catrice LE findest. Oder allgemein dieses Thema, dass die LEs aktuell sehr ähnlich sind. Also ich finde es schon ein bisschen blöd, dass das wirklich so ähnlich ist. Falls dir die Review gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonnieren nicht vergessen für mehr. Ich bin dreimal die Woche für euch da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Baby, I like